Alles klar. Da sind wir wieder. Sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. Irgendwo wollte ich Azog wiederbeleben. Hier hinten. Dann gib mal der Kankra ein paar Einheiten. So viele, wie sie halt benutzen kann. Alle natürlich ausgerüstet. Der Rest bleibt da. Der Rest bleibt da. Die rennen nach vorne. Die. Ah, siehst mal. Okay, die dorthin. Dann shiften wir ein paar Einheiten. Genau. Hier bauen wir erstmal eine Festung. Hier bauen wir eine Höhle. Da greifen wir an. Und dann kann ich jetzt die Heldenerstellung, den Gra, endlich weiterschicken. Das müsste mir helfen. Hier können wir ein Schatzlager bauen. Hier bauen wir bitte eine Orkgrube. Hier noch mal Spinnen, obwohl. Na, weiß ich nicht. Bild mal einfach mal ein bisschen was aus überall. So, und jetzt greifen wir die braunen Lande an. Hier können wir noch ausbilden. Hier kann ich gerade nichts bauen. Das war ein bisschen dämlich. Ich würde hier gerne eine Höhle bauen. Okay, sieht gut aus. Wir haben hier eine ganze Menge Zeug. Da greifen wir an. Hier greifen wir an. Azog wird wiederbelebt. Da stehen wir defensiv. Nicht super, aber geht schon. Hier ist ein bisschen knapp, wenn er mit allen dreien angreift. Aber. Machen wir es so. Aha. Rudaur gehört schon wieder ihm. Hat sich zurückgezogen. Das ist jetzt doof. Eriador werde ich nicht bekommen. Gehört mir nicht mehr. Das heißt, keine zusätzlichen Rohstoffe zu Beginn der Schlacht. Wenn ich Arno unterwerfen würde, hätte ich Rabatt beim Bau von Gebäuden bekommen. Na gut, Helms Klamm wird angegriffen. Und das probieren sie tatsächlich. Wow. Aber das ist nur positiv für mich. Ich kann eine ganze, ganze Menge Truppen ausbilden. Gut, gut. Und ja. Dann wollen wir mal sehen. Oh, sehr schön, die sind nicht ausgerüstet. Das ist nicht schlecht. Ach, sie haben schon den Ring. Na denn. Okay, aber das passt alles. Die rennen dahin. Die dorthin. Da bauen wir mal das Torhaus. Und hier. Dass es nicht mehr angezeigt wird, ist auch sehr seltsam, aber na gut. Sei es drum. Na na, schön mit der Front runter gucken, Spinnen. Genau. Alles klar, so, die können jetzt machen, was sie wollen. Haldir. Zusammen mit Eomer. Oh Mann, das ist ja. Ha, fast schon historisch hier. Oh, die sind ausgerüstet. Aber zum Glück kann man Welle nicht angreifen. Und zum Glück macht die KI das auch nicht wirklich. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich glaube nicht, dass ich wirklich auf einer Spinne reiten wollen würde. Obwohl diese Viecher natürlich extrem schnell sind. Aber halt auch sau eklig. Aber naja. Spinnen halt, ne? So, hier kann ich nichts ausbilden. Ich kann die Grube ein bisschen erweitern. Werde ich auch tun. Okay. Dann. Eine Kaserne bauen sie. Nur die Elben und Menschen. Ja, das Bündnis wird nicht reichen. Hätten sie lieber noch ein paar Zwerge mitgenommen. Aber so, nope. Nope, 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 nope. Nope. Alles klar. Nee, das sieht gut aus. Baumeister brauche ich nicht. Ich kann mir jetzt halt wirklich schön viel Zeit lassen. Ne? Der wird immer wieder hier angreifen. Ich kann mal das Tor öffnen. Dann rennt er vielleicht blöd, wie er ist, rein.
Aber ansonsten. Ansonsten ist da nichts, ne? Die haben hier einen Baumeister. Solange sie noch keine Festung haben, bin ich relativ safe. Und sobald sie eine Festung bauen, gibt es nachher den Balrog zusammen mit dem Drachen. Und ich habe halt drei Vorposten hier drin. Das ist schon ziemlich groß. Das neue Gebäude ist fertig. Arbeitet an eurer Einstellung. Aber bauen wir hier noch einen Tunnel hin. Und hier vielleicht noch einen. Ja, irgendwo. Ein paar Tunnel einfach, dass wir wirklich überall Tunnel haben. So, und die sind auch ausgerüstet, sterben aber. Dann machen wir das Tor wieder zu, damit sie nicht durchkommen. Cheaten sich trotzdem durch. Naja, macht aber nichts. Theoretisch zumindest. Naja, wird schon werden. So, dann kann man hier noch bauen. Was für Feuer. Boah, wie weit die schießen können. Beeindruckend, aber hallo. So. Dann können wir hier Spinnen bauen. Und Orks. Und eine Kluft bauen wir auch noch. Und dann rüsten wir da mal alles auf. Also eine Kluft gibt's noch. Und Spinnen bauen wir auch noch. Ich glaube aber zuerst bauen wir noch ein Schatzlager. Irgendwo muss das doch hinpassen. Genau. So, Baumeister brauchen wir nicht. So, Orkkrieger. Bogenschützen. Und dann schauen wir mal zu, dass wir eine ausgewogene Armee aufstellen. Sehr schön. Ja, die Halbtroll-Schwertkrieger, weiß ich nicht. Die sind zwar. Ah ja, gucken wir mal. Erweitern wir es einfach mal. Später sehen wir immer noch. Vielleicht lohnt sich's ja. Ja, die Bogenschützen machen das schon. Da wird schön runtergeschossen, ne? So, jetzt bauen sie eine Festung, um den Ring reinzubringen. Das heißt, da werde ich bald mit dem Balrog und dem Drachen draufrennen müssen. Aber das sehen wir dann auch, wenn es soweit ist. Ich glaube, diesmal reicht mir ein Schatzlager. Ne, geht hier vielleicht noch was? Irgendwo. Da ging gerade noch was. Gut. Und hier oben müsste auch noch was hingehen. Ich weiß, es bringt nicht so gigantisch viel Geld. Hier plus 14, der plus 5. Aber auf lange Sicht lohnt sich dann doch irgendwie. Na gut, dann machen wir halt mal kurz auf. So, Bogenschützen hoch. Dann machen wir hier wieder zu. Der Eomer. Oh Gott, der rennt rein. Na dann. So, zwei Spinnen. Da zwei, da zwei. Da zwei, da zwei. Und dann stehen wir da auch relativ defensiv da. Die Bogenschützen schießen hier. Das ist echt cool. So, die Baumeister ab in die Tunnel. Und generell, ja, läuft schon. Ah, das Torhaus hält noch durch. Irgendwie nehmen meine Spinnen hier Schaden. Dann muss ich sie hier mal wegschicken. Rufen wir mal dort ein paar Soldaten. Haben es die Spinnen überlebt? Ja, sehr gut. Und wie gesagt, hier können wir weiter ausbauen. Das passt dann schon. Beuterüste kaufen. Beuterüstung kaufen. Und dann noch die Feuerpfeile nachher. Vielleicht nochmal zwei Spinnenreiter. Schlecht sind die nämlich nicht. Gut, gut. So, hier gibt es wieder Geld. Baumeister töten gibt auch Geld.
Nachdem Baumeister 500 kostet und ich 125 Geld bekomme, also Rohstoffe, wenn ich ihn besiege, töte, während ich das Plündern habe, denke ich mal, dass ich ein Viertel der Kosten bekomme, wenn Einheiten sterben. Könnte aber auch falsch sein. Mal gucken. Gondor-Soldat, wenn stirbt, ist 4 wert. 250, ein Viertel davon wären... Jetzt lass mich mal gucken. 250 mal ein Viertel. Ja, es sind 62,5 und in einem Bataillon sind 15 Leute. Durch 15 ist 4,16. Also ich bekomme ein Viertel für jede Einheit, die ich töte, während ich plündern habe. Ein Viertel der Kosten, die es braucht, um sie zu erstellen. Und das ist gar nicht so schlecht. Also, lohnt sich. Viele Einheiten töten, teure Einheiten, Helden töten. Kann einen riesen Unterschied machen. Ja, der wird eh bald aufgeben. Wie viel Supply habe ich noch? 40? 40. Nee, ich bin voll. Ich könnte noch... Nee, Spinnen gehen auch nicht mehr. Da ist nichts mehr machbar. Aber das passt schon. Hans Klamm ist jetzt so stark. So stark hier verteidigt, da... Sollte ich keine Probleme haben. So, dann rennen wir mal raus mit der Armee. Stellen uns auf. Wunderschön. So eine Formation will ich sehen. Und gleich geht's dann richtig zur Sache. Oh ja, schön raus. Oh, die Spinnen. Sau eklig. Aber halt auch sau nützlich, ne? Gut, dann casten wir gleich die Dunkelheit. Den Wurm. Den Wächter. Wurm, Fledermaus, Wächter. So. Ja, dann machen wir einfach mal ein bisschen Schaden. Dass die jetzt hier so drauf gehen, gefällt mir nicht. Gefällt mir wirklich gar nicht. Stellt euch mal hier ein bisschen auf. Am besten sofort. Bitte. Ah, siehst. Easy going. Ja, dann haben wir ja nur noch das hier. Was auch kein Problem darstellen sollte. Da machen wir wieder zu. Okay, die sind fertig. Die sind fertig. Die müssten auch fertig sein. Ja. Und die Bogenschützen hier noch nicht ganz. Die Schwertkämpfer auch nicht ganz. Ah, Sturmangriff. Sieht's mal. Hätte die Trolle auf den Haien Troll verursachen, mehr Schaden halten, mehr Rüstung werfen, die Gegner zurück. Okay, das heißt, die Schwertkämpfer lohnen sich doch mehr als die Halbtrollplünderer. Zumindest in der Hinsicht sind sie sehr nützlich. Das gefällt mir. Doch, das gefällt mir wirklich gut. Was? Ach. Egal. So, und dann greifen wir an. Haben ja jetzt eine gute Armee. Na also. So, das können wir zerstören. Ja, der kann mir jetzt kaputt machen, was er will. Das stört gar nicht. Auf jeden Fall greifen wir jetzt die Festung an. Adler. Tot. Und tot. Ja, easy. Ah, da wurde was ausgebildet. Sehr schön. Die habe ich noch gebraucht. Wunderbar. Perfekt, dann haben wir auch noch den Ring. Ja, und das war's jetzt. Komm schon, tschüss. Auf Wiedersehen.
Irgendwo hat er noch was. Gut, wer auch immer den Ring hat, bringt diesen bitte in die Festung. Na also. Nicht der beste Winning Screen, aber ist in Ordnung. Das geht schon. Alles klar, wunderbar. Hurra. So. Ja, wir behalten alles, weil das sind sehr gut ausgerüstete Truppen. Die werde ich später nochmal benutzen können. Und dann gucken wir mal, was haben wir noch? Das hier haben wir noch. Da kann man noch angreifen. Und das machen wir auch gleich. Allerdings muss ich jetzt hier kurz Pause machen, denn meine Festplatte ist voll. Wir sehen uns gleich. Sorry dafür, aber lässt sich nicht ändern. Bis gleich. Ciao.